hier, sehr verehrte Damen und Herren, das ist ein Ford Explorer. Und die Fachleute unter euch, die werden es jetzt spätestens erkennen, das ist nicht das, was ich unter Ford Explorer verstehe, jedenfalls bisher nicht. Denn der bekannte Ford Explorer läuft aus und dieses Elektro-SUV mit gleichem Namen tritt an seine Stelle. Und ja, dieses E-SUV Explorer hat ein kleines Geheimnis und diesem Geheimnis gehen wir heute mal auf den Grund. Aber bevor wir zu diesem Geheimnis, zu diesem Erwähnten kommen, gucken wir uns erst einmal in Ruhe an, wie der Ford Explorer so aussieht. Also an der Front, man sieht es schon, klare Formen, nichts Extravagantes, das Ford-Logo natürlich hier in der Mitte und es ist auf einer glatten, lackierten Fläche, das ist übrigens Arctic Blue, die Präsentationsfarbe, positioniert. Und Ford hat mir gesagt, so groß war das Ford-Logo noch nie auf einem PKW. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Wichtig ist außerdem, ja, die Front steht relativ steil und man sieht es schon hier oben, dieses schwarze Element. Kein durchgehendes Leuchtenband beim Explorer. Achtung, Achtung. Dafür gibt es hier einen schwarz auf schwarz positionierten Schriftzug Explorer. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich sehe es von hier aus so im Licht sehr, sehr gut. Und der Rest ist im Grunde E-SUV, aber eben auf eine sehr cleane Art und Weise. So, diese cleane Optik des Explorer setzt sich auch hier im Profil weiter fort. Wir sehen relativ wenige Sicken, wenig Kanten, alles sehr glatt und sehr elegant designt. Wichtig ist hohe Fensterlinie, das heißt also relativ schmale Fenster. 1,60 Meter ist der Explorer hoch, 1,87 Meter breit, also auch relativ bullig so von der Statur her, 4,45 Meter in der Länge, also noch relativ kompakt, würde ich sagen. Und der Radstand, der verrät ihn, denn der Radstand beträgt 2,77 Meter und das ist, ja, Inselbegabungen werden es jetzt erkannt haben oder Quartett-Freaks, das ist der Radstand des VW ID.4 und das nicht ohne Grund. Denn der Explorer steht auf dem MEB von VW, also er ist im Grunde ein Plattformbruder des ID.4 und ja, der Radstand verrät ihn an dieser Stelle. Trotz dieser Technikverwandtschaft zum VW ID.4 muss betont werden, und da ist Ford natürlich selbstverständlich auch stolz drauf, dass der Explorer keinerlei Karosserie-Gleichteile hat. Also er ist von der Form her der Karosserie, ist er komplett eigenständig und auch in Köln designt und er wird auch in Köln gebaut. Das müssen wir an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz erwähnt haben. Apropos Eigenständigkeit, besonderes Eigenständigkeitsmerkmal designtechnischer Natur ist auch, finde ich, diese C-Säule, die im Grunde nur so eine angedeutete C-Säule ist, denn das hier ist ein Glas und ja, dieses Designelement hier, diese Streifen deuten dann eine C-Säule im klassischen Sinne mehr an, als dass es eine echte Säule ist. Felgentechnisch, dazu haben wir auch noch gar nichts gesagt, das darf natürlich auch nicht vergessen werden, 21 Zoll Felgen hier auf diesem Präsentationsfahrzeug, es geht los bei 19 Zoll, also 19, 20, 21 Zoll, das ist die Range und ganz wichtig, die 19 Zoll Felge, also die Basisfelge, die ist auch schon eine Aluminiumfelge, das heißt also keine Stahlfelgen für den Explorer, jedenfalls nicht, wenn man nicht selber welche ranbaut. So, und jetzt kommen wir zum Heck. Wir sehen relativ flach abfallender Dachkantenspoiler und eine schmale, schmale Heckscheibe. Die zieht den Explorer nochmal in die Breite. Das wird natürlich designtechnisch unterstützt. Wir sind ja alle Designexperten, klar. Wird designtechnisch nochmal unterstützt durch diese schwarze Verbindung zwischen den Rückleuchten und auch hier schwarz auf schwarz. Es kommt mir etwas bekannt vor, steht hier nochmal Explorer. Ford hat gesagt, sie haben auch experimentiert mit leuchtenden Schriftzügen, mit weiß abgesetzten Schriftzügen, aber das hat der Designabteilung nicht so ganz gefallen, von daher schwarz auf schwarz, schön schlicht, keine Extravaganzen, wie gesagt, also so kann man, glaube ich, auch das gesamte Heck zusammenfassen, sehr clean, keine Schnörkel, alles sehr elegant und sehr distinguiert.
So, und wo wir hier hinten schon stehen, müssen wir natürlich auch einmal in den Kofferraum lunzen. Ich muss vorweg sagen, das hier ist ein handgedengelter Prototyp. Das heißt, wenn ich jetzt alles ganz, ganz vorsichtig mache, keine Sorge, das ist beabsichtigt, weil ich habe keinen Bock, dass die Kofferraumklappe hier gleich abbricht. Also vorsichtig öffnen und einen Blick werfen ins Schwarze. 450 Liter Kofferraumvolumen. Etwas weniger als beim ID.4, muss man dazu sagen, denn der Ford Explorer ist auch ein kleines Stückchen kürzer als der ID.4. Das macht sich dann beim Kofferraum bemerkbar. Wenn man die Rücksitzbank umklappt, sind es dann immerhin noch 1400 Liter anstelle von, ach, ich weiß gar nicht, irgendwie was über 1500 beim ID.4. So, und jetzt vorsichtig wieder das Türchen zumachen. So, vorsichtig einsteigen hier in dieses kostbare Einzelstück. Und was sehen wir? Ein Cockpit, das mich umspannt. Also das Armaturenbrett geht sozusagen hier nahtlos in die Tür über. Und der eigentliche Hingucker ist natürlich dieser 15 Zoll aufrecht stehende Bildschirm hier, der Touchscreen, der allerdings hier nur im Demo-Modus läuft. Also ich kann hier noch nicht wirklich Funktionen wirklich checken. Das macht nichts. Zum Gimmick kommen wir gleich noch. Wir gehen erstmal einmal rum. Hier oben auf dem Armaturenbrett, es gibt übrigens kein Head-Up-Display, gibt es diese Soundbar, also so ein stoffbezogenes Audio-Teil. Das sieht so ein bisschen UFO-mäßig aus, wie ich finde. Hier natürlich auch illuminiert dann später. Und ein relativ viereckiges Lenkrad. Also es ist schon eher oben und unten abgeflacht, recht klein. Und an diesen Tasten hier, also an diesen Einer-Touch-Tasten mit relativ vielen Funktionen, also alles für Tempomat und Limiter und die Audiofunktion hier auf der anderen Seite. Ja, da kommen wir dann langsam so in Regionen, wo man denkt, komisch, das kommt mir doch relativ bekannt vor von den Tastenbelegungen. Also so ein paar Gleichteile zum ID.4 entdeckt man doch, wenn man mal hinschaut. Hier zum Beispiel auch, muss natürlich als erstes erwähnt werden, hier diese Lichtmodi sind auch in Touch ausgeführt, kennen wir von VW. Auch die Außenspiegeleinstellung und diese Fensterheber, und da muss ich ja sagen, das ist ja was, das ist nicht ganz meine Baustelle, ne? Dass man hier umschaltet auf Fensterheber hinten und dann wiederum Fensterheber vorne. Aber das sei mal einfach so erwähnt, bitte zur Kenntnis nehmen. Der Rest ist wirklich sehr viel Ford. Und Ford hat ja auch immer einen praktischen Anteil und tatsächlich merkt man das sehr gut. Es ist nämlich eine Armlehne verbaut, beziehungsweise eine Mittelkonsole hier, die ein riesiges Ablagefach hat. Wie gesagt, das hier ist ein Prototyp. Nicht wundern, wenn es knarzt oder irgendwie komisch aussieht. Hier sind in der Megakonsole 17 Liter Stauraum. Soll reichen für 3 1,5 Liter Flaschen und eine zusätzliche 1 Liter Flasche oder einen 15 Zoll Laptop. Der soll hier also wirklich reinpassen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Fach, dass man sich auch noch mit diesen Einsätzen hier genau so hinbauen kann, wie man es denn braucht. Das finde ich sehr, sehr gut. Der Ablagenbeauftragte ist zufriedengestellt. Das ist aber nicht alles, denn hinter dem Monitor, Achtung, gibt es ein weiteres Ablagefach. Ich schiebe diesen Monitor hier mit der Entriegelung einmal in seine aufrechte Position und dann habe ich hier unten auch nochmal 2 Liter Stauraum. Super gemacht, finde ich. Außerdem kann man das auch nutzen für Wertsachen, denn dieser Monitor, wenn der runtergefahren ist, hat einen sehr stabilen Rahmen. Das heißt, eventuelle Langfinger kommen da gar nicht mal so einfach ran. So, jetzt ist alles sicher. Was ist dann noch zu erwähnen?
Hier unten haben wir nochmal in der Mittelkonsole eine Ablagefläche für zwei Handys, einmal mit induktiver Ladefläche, außerdem hier so einen Lautstärkeregler, das ist so ein Touch-Slider. Okay, der soll haptisches Feedback geben, also dass eine kleine Vibration sozusagen spürbar ist, wenn man ihn bedient. Außerdem natürlich Warnblinker und den Ausmodus für den Monitor. Ja, und ansonsten sitze ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kopfstützen sind integriert, also relativ sportiv angehauchte Sitze hier. Das Raumgefühl, finde ich, ist sehr gut. Ich habe hier über mir ein Panoramadach, das ist optional, wurde mir gesagt. Und ich blicke auf eine sehr glatte, sehr schön flächige Motorhaube, also Fronthaube. Ja, vom Raumgefühl wirklich, ich bin gut eingebaut in diesen Explorer und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Ambiente hier drin. Kann ich nicht anders sagen. Ach, zwei Sachen noch. Einmal, Fahrmodi-Schalter ist hier angebracht, so als Lenkstockhebel. Also Drive lege ich hier ein und P hier an der Seite. Und es gibt auch einen Startstopp-Knopf, aber der ist hier leider ein Blindstopfen, wie ich gerade sehe. Der Startknopf befindet sich also hier an der Lenksäule. So, und damit habe ich hier vorne jetzt alles Wissenswerte kundgetan und ich gehe nach hinten. Fahrersitz auf mich eingestellt, Ehrensache. Und, also ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich fühle mich sehr wohl. Die Knie haben wirklich sehr viel Platz. Auch nach oben habe ich noch ein bisschen Luft, trotz 1,60 Meter Fahrzeughöhe. Und ich sitze sehr luftig hier hinten. Finde ich echt gut, anständig. Was mich gerade noch ein bisschen persönlich stört, ist die integrierte Kopfstütze. Aber das kann ich natürlich gleich nutzen, um zu sagen, optional wird es den Explorer auch mit AGR-Sitzen geben. Und die haben dann eine klassische Kopfstütze auch noch. Vielleicht kann ich da ein bisschen besser irgendwie durch oder vorbeigucken. Man weiß es nicht. Des Weiteren zwei USB-C-Anschlüsse hier für die Hinterbänkler. Und wenn ich so nach hinten schaue, ja, eine relativ stark ausgeprägte D-Säule. Aber die C-Säule, die ich gerade erwähnte, irgendwie schön durchbrochen mit so einer kleinen Scheibe. Das ist auf jeden Fall dem Raumgefühl sehr, sehr zuträglich. Also ich bin zufrieden. Vier Leute, lange Reisen, wenn es die Reichweite zulässt, kein Problem. Das sind die Sachen, die ich hier fühlen und erleben kann. Aber wir wollen uns natürlich noch ein bisschen mehr Wissen zum Explorer aneignen. Deshalb kommen wir zu den Antrieben. Drei Varianten wird es vom Explorer zunächst mal geben, und zwar die Einstiegsvariante mit 125 kW, das entspricht dann 170 PS, die hat Hinterradantrieb. Etwas stärker wird dann die mittlere Variante mit 210 kW oder 286 PS. BMW-Fans werden direkt an den 540i E34 denken. So ging es mir jedenfalls. Diese Variante hat auch Hinterradantrieb und die Top-Variante hat 340 PS oder 250 kW. Soll in unter 6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Das wird möglich, dadurch, dass es eben zwei E-Motoren gibt, an jeder Achse einen. Bevor wir jetzt zu den härtesten Fakten überhaupt, nämlich zu Preis und Marktstart kommen, sei noch mal ganz kurz erwähnt, einen Frunk hat der Explorer nicht. Dafür sind Warndreieck und Verbandskasten hier vorne untergebracht, sodass man im Bedarfsfall immerhin nicht die Koffer aus dem Kofferraum rausräumen muss. Ist ja schon mal ganz gut mitgedacht. Bestellbar wird der neue Ford Explorer ab September sein. Man kann ihn jetzt schon reservieren, also ab 21. März, wenn wir hier live gehen mit diesem Video. Bestellbar ab September 23 und dann werden die ersten neuen Ford Explorer zu Weihnachten 23 ungefähr ausgeliefert. Also im Grunde ein nettes Weihnachtsgeschenk, wenn man es sich denn leisten kann. Denn ich würde mal so anpeilen, dass die Basisvariante des Ford Explorer bei ungefähr 45.000 Euro starten dürfte.
Eine wichtige Information noch zum Schluss. Die Basisvariante, das ist Ford ganz wichtig, soll schon recht umfassend ausgestattet sein. Das heißt also beispielsweise auf der Fahrerseite gibt es dann schon eine Massagefunktion für den Sitz und alles, was wir so an Infotainment gesehen haben, der 15-Zoll-Monitor und so weiter, das ist dann alles schon mit drin. So, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wo ich fertig bin mit dem Ford Explorer, was ihr vom Explorer haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare, liked, abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sage danke an Conny hinter der Kamera. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt schon bald wieder. Ich gehe mal ganz stark davon aus jedenfalls und bis dahin alles Gute.